einen erheblichen Teil dieser Wähler mit verfestigten Rechtsradikalismus zu tun hat. Ich weigere mich zu sagen, dass so ein großer Teil der Sachsen Rechtsextreme sind. Sie sagen, die Hälfte der AfD-Wähler ist rechtsradikal. Nicht. Kann es sein, dass Sie gar nicht so richtig wissen, woran es liegt? Sie reden über Rechtsradikalismus. Das Wort Islamismus fällt Ihnen nicht ein. Wir reden über Mannheim ganz konkret. Bevor es jetzt endgültig eskaliert ist. Krasse Sendung bei Markus Lanz. Wie ihr gesehen habt, es wurden hier Beleidigungen ausgesprochen, pauschale Verurteilungen von Wählern der AfD. Es gab hier Widerspruch von Journalisten, die sich dagegen verwehrt haben, zu sagen, so viele in Sachsen seien Rechtsradikale. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Es war eine grandiose Sendung bei Markus Lanz. Ich werde das in mehrere Videos verpacken müssen, denn was da alles einem um die Ohren gehauen wurde, es ist wirklich spektakulär, es ist phänomenal gewesen. Aber lass doch erstmal ein Abo hier, dann verpasst du keines der folgenden Videos über Markus Lanz und abonniere auch meinen Telegram-Kanal, den Link findest du unter diesem Video. Kommen wir hier doch direkt mal zurück zur Realitätsverweigerung des Herrn Anton Hofreiter oder Panzertoni, wie ich ihn immer gerne nenne. Ein Fehler beim Heizungsgesetz führt doch nicht zu so einem Desaster. Schauen Sie mal auf diese Grafik hier. Nein, es führt nicht nur dazu, sondern wie gesagt, es kommen halt auch noch ein paar andere Dinge dazu, die auch für alle gelten, aber halt auch nochmal speziell stärker wirken. Und diese Grundstimmung war, die Grünen sind zu ideologisch und setzen sich zu wenig durch, nachdem man sozusagen zuerst in der Wahrnehmung zu ideologisch gestartet ist und zum Teil es auch so gemacht hat. Zu ideologisch gestartet ist und zum Teil hat man es so gemacht. Anton Hofreiter gibt hier endlich mal zu, dass die Grünen ideologische Politik betrieben haben, sie betreiben und in Zukunft auch betreiben werden. Denn das ist das Wesen ihrer Partei. Da hat Herr Hofreiter endlich mal einen Punkt gesetzt und hat zugegeben, was du und ich schon lange wissen. Aber er war noch gar nicht fertig. Hier geht es noch weiter in der Analyse zur Europawahl. Kann es sein, dass Sie gar nicht so richtig wissen, woran es liegt? Nein, ich glaube, das ist, also im Gesamtpaket, finde ich, ist das eine ziemlich gute Erklärung. Wissen Sie, was interessant ist, welches Thema Ihnen zum Beispiel nicht einfällt? Das ganze Thema Migration haben Sie jetzt kein einziges Mal genannt. Ich höre jetzt seit 5 Minuten zu. Sie haben kein einziges Mal gesagt, an der Stelle sind wir diejenigen, die als die wahrgenommen werden, die entschieden, deutlich, klar auf der Bremse stehen. Haben Sie an dem Punkt auch einen Fehler gemacht oder ist das alles richtig gelaufen? Es war mir vollkommen klar, dass Sie darauf hinaus wollen. Aber ich will auf gar nichts, ich höre Ihnen zu. Weil wenn man sich die letzten Sendungen angeschaut hat, war ja das immer sozusagen einer der Hauptfokus, was angeblich schief gelaufen ist. Warum? Nee, Entschuldigung, ganz kurz. Aber Sie unterstellen mir gerade was, Herr Hofreiter. Nö, sondern es war einfach in den Sendungen so, ich schaue mir die ja genau an. Das freut mich ja, aber wir reden hier nicht allgemein und ganz pauschal über die Migration, sondern wir reden über Mannheim ganz konkret. Wir reden über die Frage, sollte man Kriminelle nach Afghanistan oder Syrien abschieben, wie nicht ich es verspreche, sondern der Kanzler das im Bundestag zumindest sehr deutlich in den Raum stellt. Darüber reden wir ganz konkret. Das sieht man ja in den Nachwahlbefragungen. Das ist das zentrale Thema für die Leute bei den Wahlentscheidungen jetzt. Herr Hofreiter, er dreht sich hier im Kreis. Er versteht gar nicht, was das Problem gewesen sein soll bei der Europawahl. Es waren Fehler beim Heizungsgesetz und die Stimmung im Land. Und die Stimmung im Land hat nichts mit der Migrationspolitik der Grünen zu tun. Das ist so realitätsfremd. Aber ihr dürft nicht vergessen, Anton Hofreiter ist der Wahlverlierer von Sonntag. Er war ja eigentlich im Gespräch, wenn die Grünen ein gutes Ergebnis erwischen, dass er einen Posten in der EU bekommt. Da die Grünen ein miserables Ergebnis eingefahren haben, wird ihm dieser Posten wohl verschont bleiben. Und so ist Anton Hofreiter dann nur Ausschussvorsitzender im Deutschen Bundestag gewesen, obwohl man ihm mehr versprochen hatte. Aber Anton Hofreiter, er will es nicht verstehen oder er ist nicht in der Lage dazu. Schaut nochmal zu. Aber nach allem, was ich erkennen kann, auch im Umgang mit Bürgerinnen und Bürgern, war das nicht die zentrale Ursache dafür, dass die Grünen sozusagen in diesen Bevölkerungsgruppen entsprechend verloren. Und warum lassen Sie das dann komplett weg, wenn in so einer Fehleranalyse? Sind wir da schon beim Kern des Problems? Nein, weil das nicht die Frage war. Ihre Frage war, warum wir Grüne so viele Stimmen verloren haben. Und Migration hat nichts damit zu tun, sagen Sie? Ich glaube, Migration hat was damit zu tun, wie die Stimmung im Land ist.
Er versucht es schon wieder. Er möchte nicht wahrhaben, dass es auch Wähler gibt, die mal grün gewählt haben in der Vergangenheit und die jetzt von dem Kurs der Grünen enttäuscht sind. Die Diskussion bei den Bezahlkarten, das Verweigern der sicheren Herkunftsstaatenerklärung von den Maghreb-Staaten, die Diskussion um das Abschieben nach Syrien und Afghanistan oder das Verweigern, nein, das hat nichts mit nichts zu tun. Ja, das ist alles völlig isoliert zu betrachten. Aber er wird jetzt hier richtig vorgeführt, Anton Hofreiter. Nee, aber merken Sie, Sie selber, wie Sie sich argumentativ gerade einmal um sich selber drehen? Nein, und nicht die, Ihre Frage die Ampel verliert, aber die Grünen vielleicht nicht. Und das hat eigentlich schon was mit der Ampel zu tun, aber nicht mit uns. Nein, also schauen Sie mal diese Balken an. Jetzt Migrationspolitik in welcher Form auch immer gemacht haben. Und wenn wir sozusagen zur Migrationspolitik kommen, ja, da muss sich einen ganzen Schwung Dinge ändern. Aber ich bin mir sicher, dass das nicht die Hauptursache dafür ist, warum die Grünen diese Stimmen verloren haben. Das glaube ich, bereitet der SPD deutlich mehr Schwierigkeiten? Die Grünen haben nicht so viele Stimmen verloren wie die SPD wegen der Migrationspolitik. Da muss ich ja mal lachen. Anton Hofreiter, also Sie wissen schon, dass der Kanzler es ist, der sich vor die Presse stellt und sagt, wir schieben ab nach Syrien und Afghanistan. Die Innenministerin bläst in das gleiche Horn. Und ihre Parteikollegin Annalena Baerbock, die Bundesministerin des Auswärtigen, sie sagt, nein, machen wir nicht. Und von ihr kommt die Lageeinschätzung. Aber ja, wenn man es nicht verstehen will, dann wird die nächste Wahlklatsche umso heftiger. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich hier lachen soll oder also und weinen soll vor Traurigkeit des Herrn Hofreiter oder ob ich mich eigentlich freuen soll, dass genau solch eine Fehleranalyse dazu führt, dass die Grünen irgendwann im Nirvana der Geschichte verschwinden. Aber wie ihr euch denken könnt, es geht hier noch weiter. Jetzt werden wir hier nochmal alle dafür herangezogen, aber schaut einfach zu. Eingestehen, da sind viele, die eine andere Republik wollen. Ja. Einen erheblichen Teil dieser Wähler mit verfestigten Rechtsradikalismus zu tun hat. Und das, glaube ich, braucht eine deutlich langfristigere Strategie, damit umzugehen, als wir nur zu vermuten, dass eine singuläre Proteste. Eine langfristige Strategie wegen Rechtsradikalismus-Tendenzen bei Wählern der AfD. Oi, Anton Hofreiter. Demokratie leben war wohl noch nicht genug mit dem Geld. Aber er bekommt jetzt hier sogar auch Widerspruch, und zwar Widerspruch von Leuten, die sich besser auskennen als Herr Hofreiter. Denn Herr Hofreiter glaubt, könnt ihr mal darauf achten, wie oft ihr das Wort glaubt gleich hört, und der andere, der weiß es eben, weil er die Studien auch gelesen hat. Es ist, Herr Hofreiter, wieder interessanter, was Sie nicht sagen. Sie reden über Rechtsradikalismus, das Wort Islamismus fällt Ihnen nicht ein. Also entschuldigen Sie mal, wenn wir gerade über die AfD reden, dann ist das Problem der Rechtsradikalismus bei der AfD und nicht der Islamismus bei der AfD. Nämlich, ich glaube, dass es gibt zwar gewisse Ähnlichkeiten zwischen Islamismus und Rechtsradikalismus, Frauenfeindlichkeit, Homosexuellenfeindlichkeit, Ablehnung der Demokratie, Ablehnung der Meinungsfreiheit. Faschistoid. Aber es ist beides faschistoid, aber trotzdem ist die AfD nicht islamistisch. Wow. Die AfD ist nicht islamistisch, hat auch nie jemand behauptet, Herr Hofreiter, sondern Rechtsextremismus wird befördert, wenn man Islamismus im Land freien Lauf lässt. Die Leute haben nämlich irgendwann die Schnauze voll von dieser Regierung und von dieser Politik und dann suchen sie sich Alternativen. Aber natürlich ist die AfD nicht islamistisch, aber durch Islamismus bekommt die AfD Auftrieb. Aber das wollen sie in ihrer Welt nicht verstehen. Sie blasen hier lieber gleich mit Markus Lanz in das gleiche Horn, dass Rechtsextremisten mit Islamisten gleichzusetzen sind, dass sie alle die Frauen verachten, dass sie alle die Demokratie ablehnen, dass sie alle gegen freie Meinungsäußerung sind. Und das ist fundamental falsch in der Logik. Natürlich gibt es Rechtsextremisten, die das alles ablehnen, aber wir reden hier immer noch über den Großteil der Wähler der AfD. Und die sind mitnichten Leute, die Frauenrechte mit Füßen treten, als ob das alles nur Männerstimmen sind, die die AfD bekommt. Es sind in der Mehrheit Männerstimmen, aber nicht ausschließlich. Genauso die Meinungsfreiheit wird von den vielen, vielen Wählern der AfD gerade hochgehalten. Deswegen mache ich ja auch diese Beiträge für euch, weil man uns den Mund verbieten möchte nach den Grünen sowieso oder die CDU mit ihren Social-Media-Lizenzen, die man verwirken kann. Es ist einfach phänomenal, aber jetzt schaltet sich hier mal endlich jemand in die Debatte ein, der auch Ahnung von dem Thema hat und nicht nur im Glauben ist, wie Anton Hofreiter, kann er Sonntag wieder in der Kirche oder Freitag beim Imam, beim Freitagsgebet, wenn er da hingeht. Ich würde gerne mal noch auf einen anderen Punkt eingehen, auf den Herr Hofreiter gerade eingegangen ist. Ich glaube, das ganze Problem beginnt schon an der Stelle, an der Sie sagen,
dass der große Teil der AfD-Wähler ein gefestigt rechtsextremes Weltbild. Genau da fängt das Problem an. Er hat es richtig gesagt, hier der stellvertretende Zeit-Chefredakteur. Es fängt da an, wo die Grünen die Leute, die AfD wählen, pauschal als Rechtsextreme brandmarken. Es ist nicht der Großteil der AfD-Wähler, der rechtsextrem ist, sondern wenn wir uns die Punkte angucken, die Gründe angucken, aus denen Leute AfD gewählt haben, warum sie sagen, dass sie nicht mehr SPD wählen, warum sie vielleicht auch nicht mehr Grüne wählen, sondern AfD, dann kann man das ja abhaken, was hier gerade auch schon mal eingeblendet wurde. Die haben das Gefühl, dass die AfD sich bei den Themen Kriminalität, Migration, Ukraine-Krieg, wie geht man mit den Waffenlieferungen um, Klimawende, ganz viele dieser Punkte raussuchen. Man kommt immer zu dem Punkt, dass es politische Einstellungen sind und politische Forderungen und Wünsche, die viele Leute zur AfD treiben. Und da kann man nicht sagen, das ist rechtsextrem, wenn man sich damit beschäftigt. Also es ist keine rechtsextreme Position, wenn man in der Migration eine andere Politik fordert. Und es ist auch keine rechtsextreme Haltung, wenn man sagt, ich möchte keine Waffenlieferung an die Ukraine. Und wenn man da nicht trennscharf ist, dann bringt man die Leute halt dazu, gerade AfD zu wählen. Und das finde ich so ein ganz kleines bisschen gefährlich. Endlich mal jemand, der hier Mut zeigt, Verstand, Logik und der die Dinge hier beim Namen nennt. Nur weil man die Regierung kritisiert und eine andere Politik möchte, ist man noch kein Rechtsradikaler in diesem Land. Aber das wollte Anton Hofreiter uns erzählen. Und jetzt kommt er auf die Studienlage zu sprechen, von der er glaubt zu wissen, was da drin steht. Sein Gegenüber hat sie gelesen und publiziert. Er weiß, was darin steht. Jetzt wird's lustig. Aber entschuldigen Sie, ich behaupte ja nicht, dass die Leute sozusagen, wenn sie andere Migrationspolitik wollen, rechtsextrem sind oder wenn sie gegen Waffenlieferungen in der Ukraine sind, sondern ich gehe auf die Studien ein, die sich anschauen, was die Wählerinnen und Wähler der AfD denken. Und wie gesagt, wir sind uns völlig einig, dass nicht alle Wählerinnen und Wähler so denken, aber ich glaube auch in ihrer Zeitung, zumindest im Online-Teil, ist veröffentlicht worden, dass ein erheblicher Teil, und wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, war es über 50% von den Wählerinnen und Wählern, wo das genauer untersucht worden ist, klar rechtsradikale Positionen sozusagen eingenommen haben. Und Sie dass sagen, die Leute Hälfte der AfD schon genau angucken. Wir wissen, dass es die Hälfte, Entschuldigung, ganz kurz, Sie sagen, die Hälfte der AfD-Wähler ist rechtsradikal. Also nach den Studien, die ich kenne. Das ist nicht durch die Studienlage gedeckt. Da wollen Sie ja nicht sagen, dass der allergrößte Teil von denen ein geschlossen rechtsextremes Weltbild hat. Das sind Leute. Und habe ich euch zu viel versprochen? Es ist Wahnsinn, wie hier Anton Hofreiter zerlegt wird in dieser Sendung. Und jetzt kommt nochmal das Nachtreten von dem Journalisten, indem er darauf hinweist, dass die Leute, die AfD wählen, aber vor 2-3 Jahren noch die SPD gewählt haben. Schaut zu. Die haben vielleicht vor 2-3 Jahren noch SPD gewählt. Das sind Leute, die schwanken vielleicht zwischen AfD wählen und Bündnis Sarah Wagenknecht wählen. Das sind Leute, die regen sich über handfeste politische Fragen auf. Ja, die regen sich über handfeste politische Fragen auf, so wie du und ich das hier vermutlich täglich machen. Ich mache das täglich sogar mehrfach für euch. Und jetzt kommt nochmal das Abschlussstatement, wo die Sachsen darauf stolz sein können, dass es noch Leute gibt, die sie hier verteidigen. Ich weigere mich zu sagen, dass so ein großer Teil der Sachsen Rechtsextreme sind. Was für eine Skandalsendung bei Markus Lanz. Und das war jetzt nur der Teil, wo es um die Nachlese zur Europawahl gegangen ist. Die Sendung hatte noch weitere Inhalte. Es ging um den Ukraine-Krieg. Es ging auch um Abschiebungen nach Afghanistan, schwieriges Thema. Und ich werde den Teil zum Ukraine-Krieg definitiv noch in einem Video verpacken. Denn da hat ein General, Anton Hofreiter, auch die Leviten gelesen. Deswegen abonniert den Kanal, lasst am besten noch einen Kommentar da und schaut mal bei Telegram vorbei, dann verpasst ihr keines dieser Videos. Schreibt mir unbedingt mal deine Meinung zu Panzer Toni unter dieses Video und damit bis bald.